Hier sind wir jetzt auf der Ocean Bay 450 Cabin. Ein kleines Boot mit einer kleinen Kabine, sodass man auch mal bei schlechtem Wetter schnell Unterschlupf finden kann. Dieses Boot, 4,50 Meter lang, kann maximal motorisiert werden bis zu 60 PS. Dann ist das schon ein richtiger Renner. Wir fuhren mit der führerscheinfreien 15 PS Version. Also genau das Richtige für Einsteiger, die erstmal schnuppern möchten. Das Gute dabei, wer vom Bootsfieber gepackt wird und den Führerschein gemacht hat, kann sich einfach einen kräftigeren Motor anbauen oder anbauen lassen, bringt die Ocean Bay zum Gleiten und kommt so auch zügiger voran. Schieben wir den Hebel unseres 15ers ganz nach vorn, dann erreichen wir eine Geschwindigkeit von 6,3 Knoten und das bei 4200 Umdrehungen die Minute. Mit 5 Knoten erreicht das Boot etwa seine Rumpfgeschwindigkeit und kommt mit einer Tankladung von 12 Litern rund 30 Seemeilen plus 15% Reserve weit. Das ist vielleicht nicht besonders üppig für solch eine Boot-Motor-Kombination, aber noch akzeptabel, zumal ein zusätzlicher 5 Liter Reservekanister gleich einen Reichweitenplus von 15 Seemeilen bringt. Der Skipper sitzt an einem recht minimalistischen Fahrstand ohne Instrumente. Schaltung und Lenkrad lassen sich leicht und exakt bedienen. Der Rest der Fahrgemeinschaft sitzt auf den zum Boot passenden Bänken im Cockpit. Übernachtet wird auf einfachen Polstern in der Kabine. Am Backbord gibt es zum Cockpit hin eine Einbuchtung. Diese hat mir im Test besonders gut gefallen, denn so konnte ich als 2 Meter Mensch mich der Länge nach in der Kabine hinlegen. Auf der Liste der Sicherheitsausrüstung fehlen uns leider Lenzpumpen und Feuerlöscher. Aufpreis zahlt man ebenfalls für die Beleuchtung und Signalhorn sowie die dazugehörigen Sicherungen und Schalter. Unser Fazit: Die Ocean Bay 450 Cabin ist ein günstiges Kajütboot, das sich für Entdeckungstouren und gelegentliche Übernachtung durchaus eignet. Es ist ideal für Einsteiger, da sich die Motorisierung von führerscheinfreien 15 auf bis zu 60 PS erhöhen lässt. Ebenfalls vorbildlich der serienmäßige Trailer.